Um in Biomutant die Trophäe Matrose zu erhalten, musst du einfach nur 10 Gubbos an den Trübschnauber verfüttern. Aber Achtung an der Stelle, es ist auch wieder hier ein verpassbarer Erfolg und du musst einfach so ein paar Sachen beachten, damit dir da auf jeden Fall diese Trophäe nicht entgeht. Ja, im Kampf gegen den Trübschnauber, wie gesagt, musst du einfach nur diese 10 Gubbos verfüttern und das ist im Prinzip jetzt der Moment, wo du das einmal signalisiert bekommst, wie das funktioniert. Der Trübschnauber hat jetzt hier sich einmal in seine Schale verzogen und damit du ihn rauslocken kannst, musst du diese Gubbos einmal abfeuern. Und das Ganze musst du halt 10-mal gemacht haben, also 10 Stück musst du an ihn verfüttern. Ich habe dann aber auch allerdings das manchmal so gemacht, dass ich einfach so ein paar Gubbos auf ihn draufgefeuert habe. Ich hatte so das Gefühl, der hat so viel Hunger, der kann das schon vertragen. Du hast auch an der Stelle unendlich Gubbos und du wirst sehen, selbst wenn er sich manchmal nicht in dieses Haus verzieht, zählt das dann trotzdem und er hat die gefressen. Weil hier in dem Moment bin ich ihm jetzt ausgewichen. Und ich hatte nur vorher ein paar Gubbos auf ihn gefeuert und du siehst hier, ich erhalte trotzdem die Trophäe Matrose. Also pass einfach an der Stelle ein bisschen auf, die Trophäe sollte auf jeden Fall erscheinen. Speicher vielleicht kurz vorher, bevor du in den Kampf ziehst, nochmal. Und dann, falls diese Trophäe nicht kommt, dann machst du den Kampf einfach nochmal und dann sollte das aber kein Problem sein. Ich hoffe an der Stelle, dass dir das Video weitergeholfen hat und du die Trophäe Matrose auch jetzt ganz easy bekommen konntest. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da und schau auch mal unten in der Videobeschreibung bzw. über die Infobox habe ich dir den Link zur Playlist zum Platin Guide für Biomutant auch nochmal eingestellt. Da findest du noch viele nützliche Videos, also hau rein, wir sehen uns im nächsten Video.